Hallo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Tageslicht für Mittwoch, den 12. April. Ja, heute ist Portaltag eben auch. Bedenkt das gerne mit. Verwundert euch da nicht über vielleicht diese und jene Energie oder dieses und jenes Ergehen. Ja, wie gesagt, manchmal kann es einen an Portaltagen, wo der Austausch zwischen der göttlichen, geistigen Welt und den Menschen sehr intensiv ist, ne, wo die Schleier zwischen den Welten dünn sind, wie man so schön sagt. Manchmal kann es einem da sehr wohl ergehen, ne? Und sehr viel Weite lässt sich spüren, sehr viel Weite und Geborgenheit. Andererseits kann es vielleicht auch sehr Bedrücktheit, sehr viel Bedrücktheit mit sich bringen oder Verwirrung, ja, Niedergeschlagenheit. Immer auch wichtige Hinweiszeichen auf das, was wir uns vielleicht selber nochmal anschauen dürfen, ne? Ja, eben gerade, was bringt uns durcheinander, was drückt uns nieder zum Beispiel oder was lässt uns verbunden fühlen, ne? Wie gut tut uns diese Kraftquelle der göttlichen, geistigen Welt und der Anbindung auch an andere natürlich. Schauen wir, was haben wir heute denn hier für Energie? Und ich sehe schon, hier liegt wieder eine auf den Kopf. Ah, es ist der Turm. Naja, das ist nicht ganz schlecht. Wenn der Turm auf dem Kopf liegt, das heißt, hier kommt Isolation zu Ende, ein Rückzug. Es kann auch eine Energie sein, ne, die von außen herandringt, ne, die auf uns zukommt. Dann können es auch sein, ne, dass wir mit vielleicht auch Isolation und Rückzug eines anderen zu tun haben. Das könnte auch sein, ja. Ja, hier, es kommt jetzt gerade so durch, ne, ist aber auch möglich, dass eine gewisse Herausragendheit. Also der Turm ist ja etwas sehr Herausragendes, ne? Das ist weit, der ist weit sichtbar, steht einzeln, ne? Ist etwas Besonderes, ne? Man hat einfach auch besonderen Ausblick, ne? Es ist etwas Einzigartiges auch. Diese Herausragendheit, die ist vielleicht auch noch gar nicht so bewusst, ja. Da schau einfach gern mal bei dir selbst, ne? Wir hatten hier das Stichwort The Royal You. Ja, vielleicht ist deine Besonderheit, deine Herausragendheit, vielleicht auch eine Gabe dir selber noch gar nicht so bewusst. Darfst du da vielleicht mal genauer hinschauen? Ne? Ja. Ja. Schauen wir mal weiter, inwiefern jetzt hier vielleicht auch ein Rückzug zu Ende kommt. Die sechste Kelche. Aha. Ja, schön. Da kommt vielleicht. Die sechste Kelche. Erzählen von einer Seelenpartnerschaft, ne? Dass eine der Seelenpartnerkarten. Vielleicht kommt es hier tatsächlich mit einem Rückzug zu Ende, ne? Dass man sich überhaupt kennenlernt, dann dementsprechend, oder dass der Rückzug voneinander eben zu Ende kommt, die Isolation voneinander. Und das muss auch nicht nur Seelenpartnerschaft in der Liebe sein, aber auch da kann das natürlich sein, ja. Ja, dann ne, sei einfach auch ja aufmerksam, wachsam, ja. Genauso sechster Kelche ist natürlich eine Menge an Gefühl, an Liebe, ne, Harmonie, vielleicht Versöhnung auch miteinander, ne. Ja, kommt insofern da auch ein Rückzug voneinander zu Ende tatsächlich. Und geschieht Versöhnung, liebevolles Zugehen aufeinander. Das kann in jeglichem Bereich sein, ne? In der Liebespartnerschaft, in Freundschaften, in der Familie, auch im Kollegium natürlich oder ja, natürlich auch in anderen Konstellationen, vielleicht auch in der Nachbarschaft zum Beispiel oder so, ne? Eigentlich eine wundervolle Energie, ja. Nutze das einfach auch gut, genieße das, ne, gerade auch, ne, wenn nach Versöhnung einfach auch wieder Harmonie miteinander reinkommt.
Ja. Kindheit ist hier als Stichwort. Übrigens, das wollte ich gerne mal noch mit dazu sagen, ne? Diese Karten, falls ihr irgendwie selber auch mit Tarotkarten in Berührung kommen wollt, diese Karten sind durchaus sehr empfehlenswert. Hier sind gleich immer einige Stichworte zu den, zu der jeweiligen Tarotkarte mit dazu abgebildet. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ne? Aber es sind natürlich längst nicht alle. Es ist wichtig, dass man selber einfach auch die Erfahrung mit den Karten macht, ne? Insofern, ne? Vielleicht legt ihr euch da persönlich auch jeden Tag mal eine Karte oder so, ne? Um zu spüren, ne? Wie fühlt sich diese Energie an? Na, dann tatsächlich, wie lässt sich Leben mit ihr durch den Tag hindurch, ne? Ja. Darf sich hier auch eben noch etwas entwickeln. Ne? Also die Sechs der Kelche, das ist so auch die emotionale Balance, ne? Die hier hineinkommt an diesem Tag, mit der sich aber eben auch weiterhin gehen lässt, ne? Mit der weiterhin gegangen werden sollte auch, ne? Um sie auszubauen zu 10 Kelchen, ne? Der großen Harmonie und Glücklichkeit auch miteinander. Ne? Ja, aber ne, hier ist schon mal auch ein wichtiger Punkt gesetzt. Ne? Hier kommt es zu einer wichtigen Etappe miteinander. Was haben wir hier? Aha. Lass Ressentiments bezüglich Geld los. Mal schauen, wie das jetzt hier dazu passt. Keine Frage, das herrschende Geldsystem kann beunruhigend oder ungerecht erscheinen. Doch die Verbitterung über Finanzen hält letzten Endes nur deine Fülle von dir fern. Stattdessen betrachte Geld als ein Werkzeug, das du benutzen kannst, um die Welt zu verbessern. Diese veränderte Denkart wird dir helfen, Unterstützung und fantastische Möglichkeiten in dein Leben zu bringen. Vielleicht steht, ne, hier in irgendeiner Angelegenheit oder stand, ne, weil es scheint ja ein Rückzug, eine Isolation voneinander zu Ende zu kommen. Vielleicht stand hier in irgendeiner Art und Weise Geld, das Thema Geld, vielleicht irgendwie Schulden, ne, Rückzahlung von Schulden oder überhaupt, wer gibt wie viel mit zu einer Sache hinzu. Im Raum und zwischen dir und einem anderen Menschen, ja, hat für Unruhe, Aufruhr gesorgt, ne? Ja, falls das noch so sein sollte, ne, ist das natürlich hier ein wichtiger, wertvoller Impuls, ne? Also Geld ist wichtig, ne? Geld ist auch ein wichtiges Werkzeug eben. Man kann wunderbar damit agieren, hantieren. Es ist halt auch lebenswichtig, ne? Wir haben halt auch Rechnungen zu bezahlen. Ja, es kostet alles irgendwie Geld, ne? Aber ja, eben es sollte jetzt nicht selber so viel Macht bekommen, zugeschrieben bekommen, dass es Beziehungen kaputt macht, ne? Vielleicht dürfen hier eben auch noch mal alte, ja, alte Themen angeschaut werden, ne? Das, was immer vielleicht auch abgedrängt wurde, ne? Ja, vielleicht sind es eben Geldthemen, vielleicht sind es auch, ne, andere Wertthemen, ne? Welche Ansicht hast du zum Wert einer Beziehung, des Miteinanders, deiner selbst, ja. Das hängt damit alles auch sehr zusammen, ne? Vielleicht dürfen da alte Themen, die abgedrängt wurden, nochmal auch angeschaut werden, ne? Kommt hier, ja, so ein Stück weit diese Distanz, dieser Rückzug, diese Zurückhaltung, Abdrängung zu Ende, ne?
Ja, vielleicht durch einen gewissen Triggerpunkt. Ne? Vielleicht wird hier durch einen Menschen oder irgendeine Sache, ne, eine alte Sache, die vielleicht auch wieder hochkommt, ne, vielleicht auch eine Emotion einfach, die hochgespült wird, ne, vielleicht auch aus Kindheitstagen. Ne? So alt kann es sein. Ne? Ja, vielleicht wird dieses Thema dadurch getriggert. Ne? Vielleicht hast du auch in deiner Kindheit sehr viel. Ja, Geldmangel zum Beispiel erlebt oder so, ne? Oder ungerechte Verteilung, ja? Vielleicht auch zwischen Geschwistern zum Beispiel ungerechte, ja, Wertverteilung, wie auch immer, ne? Und auch Wertschätzungsverteilung, ne? Ungerechte. Ja, schau dir das an, ne? Ja, gerade wenn du dann vielleicht auch selber immer wieder gehört hast, ne, oder verspürt hast, ne, dass du vielleicht auch weniger wert bist als deine Geschwister oder sich das so angefühlt hat zumindest. Ne. Du hast heute die Chance, ne, aus diesem alten Trigger etwas Wertvolles zu gewinnen. Ne. Du darfst nämlich, ja, eben deine eigene Herausragenheit sehen, verstehen, ja, vielleicht mal auch unter die Lupe nehmen, ganz gründlich hier genau betrachten und ja, damit hantieren, ganz konkret hantieren. Vielleicht steckt da sogar eben eine wichtige, wertvolle Aufgabe drin, ne? Ja, so dass du ja, durch diesen Umgang, ne, mit diesem Trigger, mit diesem alten Thema und ne, dem sich aufs selbst auf die Spur kommen, eine wichtige, wertvolle Ausbalancierung, emotionale Ausbalancierung heute ereignet. Ne. Es sind jetzt nicht die sechs der Münzen, ne, die kleine Waagekarte, sondern die sechs der Kelche. Aber ne, da kommt eben auch etwas in diese Waage. Ne? Emotional, spirituell, ne, für den eigenen Weg, die eigene Entwicklung. Ja, ich wünsche dir eine wundervolle Erfahrung damit. Ne? Ja, auch mit deiner Herausragenheit, gute Wege, miteinander, versöhnende Wege und ja, neue Entdeckungen, vielleicht auch mit dem Thema Geld und Geld als Werkzeug, ne? Ja, alles Liebe heute für den Tag und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.